Also sie führt das Thema Flugangst hierher. Sie kennen es ja schon, wie das funktioniert mit dem Testen und mit dem Winken. Den Test, diesen kinesiologischen Muskeltest, den benutzen wir, um herauszufinden, womit ihr limbisches System, ihr Emotionszentrum quasi ein Problem hat, was eben dazu führt, dass sie doch eine heftige gefühlsmäßige Reaktion auf bestimmte Aspekte beim Fliegen haben. Ich gehe so vor, dass ich den Flug Phase für Phase durchgehe. Ich beginne beim Vorabend und gucke, ob wir da schon einen Stress haben, gehe wirklich alle Phasen durch, die Fahrt zum Flughafen, das Aussteigen, Betreten des Gebäudes, die Sicherheitskontrollen, alles, was zum Flug dazugehört und gucke, wo wir jeweils eine emotionale Stresssituation haben. Okay, Sie sind jetzt im Flugzeug drin und jetzt suchen Sie Ihren Platz. Okay. Da ist emotionaler Stress beim Suchen des Platzes. Da ist Angst. Da ist auch noch eine andere Emotion. Wir arbeiten mit der Angst. Okay. Da ist auch Hilflosigkeit. Wir arbeiten mit der Hilflosigkeit. Okay, also nach wie vor ist die Hilflosigkeit eigentlich das Vordringlichere, auch wenn wir von Flugangst sprechen. Es ist ganz viel Ohnmachtsgefühl. Jetzt ist es so, das Flugzeug fängt an, sich in Bewegung zu setzen. Es wird ja erstmal rückwärts gerollt und dann rollt es jetzt zur Startbahn. Das ist in Ordnung. Und da wartet es, dass es starten darf. Okay, so, jetzt fliegt das Flugzeug los, also fährt das Flugzeug los. Es rollt. Es wird immer schneller. Und das macht Panik. Wenn Sie an diese Panik denken, wenn das Flugzeug anfängt, schneller und schneller zu rollen, wo fühlen Sie die Panik? Hauptsächlich Hände, also die fangen an mit Zittern und man Okay. hat in ganz, also so im Inneren eigentlich eine körperliche Angst. Okay, dann gehen Sie mal da rein. Da ist Panik. Die Hände zittern. In der Magengrube fühlt sich das sehr unangenehm an. Im ganzen Körper Panik. Hände zittern. Da ist noch emotionaler Stress. Das ist jetzt okay. Daran müssen wir jetzt weiterarbeiten. Das mit dem Flugzeug ist okay. Das mit der Geschwindigkeit ist okay. Nicht wirklich. Das kennen Sie aus der Kindheit. Das kennen Sie aus der Jugendzeit. Aus der Jugendzeit 10 bis 15, 16, 17, 18 und älter. 17. Wir waren mal auf dem Rummel, auf dem Lohnsmarkt und da mussten wir mit der Berg- und Talbahn, wo man sich drehen kann. Ja, und da wurde es sehr getreten, dann bin ich eben auch raus und dann war es mir auch nicht so gut. Könnte auch sein, ich bin auch mal mit dem Kettenkarussell gefahren, weil sie mich überredet hatten. Und das könnte auch das Kettenkarussell sein. Also ich hatte Ja, da schneller zwei, und schneller. ja, und wenn man dann so dreht, auch durch die Höhe und weil man ja dann so rausdreht und einfach nur dort Ja. drinnen sitzt und eigentlich von der Maschine Okay. abhängig ist. Also da hat man eigentlich Angst im Kopf. Okay, die Panik ist im Kopf. Dann gehen Sie mal in das rein, was Sie da wahrnehmen. Panik im Kopf beim Kettenkarussellfahren. Es wird schneller und schneller. Das Thema Flugangst ist jetzt okay. Wir müssen daran weiterarbeiten. Wir gucken jetzt aber trotzdem noch so ein paar Aspekte durch. Ja, es gibt ja rund ums Fliegen immer auch hübsche Sachen. Feste halten, da ist die Angst vor Terroranschlägen. Da sind Filme, die von Flugkatastrophen handeln. Da ist die Germanwings-Katastrophe. Sind die schlechten Nachrichten von Flugzeugabstürzen. Da sind verschwundene Flugzeuge. Gibt es noch irgendwas, was Ihnen einfällt, wo Sie sagen, das ist mir unbehaglich? Wenn ich daran denke, dass ein Flugzeug vielleicht einen Schaden hat. So. Ah, okay, das Flugzeug könnte einen Schaden haben. Angst vor mangelnder Wartung der Maschinen. Dann gehen Sie mal in das rein, was Sie da wahrnehmen. Panik im ganzen Körper. Das Flugzeug könnte nicht gut gewartet sein. Es könnte Mängel haben, einen Schaden haben. Da sind noch weitere Aspekte bei der Flugangst. Das ist jetzt okay. Wir sind jetzt fertig. Wir belassen es dabei. Wir machen weiter. Nee, wir machen nicht weiter. Macht Stress.